Seid gegrüßt und willkommen zur 124. Episode meiner Prison Architect Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Warum liegt hier ein Salat? Egal. Wahrscheinlich durch den Aufruhr eben. Also in der letzten Episode. Deswegen wird auch hier der Topf noch stehen. Aber es wurden, wie es aussieht, so gut wie alle versorgt. Also die können noch essen, weil das Essen ja da ist. Aber die können wahrscheinlich nicht raus, weil sie eingeschlossen sind. Dududum. Ja, 42, einzelhaft und so, genau, eingeschlossen. Steht auch hier. Medizinische Hilfe. Ja, was habt ihr denn? Ihr holt euch nur Bacon oder was? Ja, wenn ihr meint. Ist hier nur ein so ein Ding? Nee, zwei haben wir davon. Oh, oh, wieder Drogen. Hallo, wo denn? Am Ei. Achso, die werden gerade. Warum steckst du im. Naja. Passt schon irgendwie. Einschließen. Ja, wenn ihr randaliert. Hey, vorzeitige Entlassung. So, ihr seid auch alle okay. Da kommen die Angestellten hier, die externen. Ich weiß gar nicht, ob die geistigen Führer Geld bekommen. Oh, wird wieder getasert. Aber wo? Ich verstehe nicht, warum diese Pfleger hier rumlaufen. Die haben doch einen eigenen Aufenthaltsraum. Okay, jetzt kann ich hier endlich mal die Türen einsetzen. Das hätte ich auch schon die ganze Zeit machen können. Die habe ich ja schon bezahlt. Naja. So, dann baue ich hier auch endlich mal das Gedöns ein. Hauptsache, der macht hier alleine Pause. Süß. Oh, eine Toilette fehlt hier. Die fehlt echt. Schade. Hört euch das, wenn ihr einfach hier mittendrin ist? Ich meine, warum nicht, ne? Das wird sogar passen mit einer Tür. Tada! Aber ich muss echt gucken, dass ich jetzt die Überwachungssachen einsetze. Eins. Komm direkt. Zwei. Oh. Kein Geld. Da. Hier wurde doch wieder irgendwas ge. Wer tasert hier wieder wen? Ausbruchsversuch, bla bla bla. Wahrscheinlich sich ja wieder beruhigt zu haben. Das Ding ist halt, wird Sitzung, Besserungsprogramm. Ach ja, die kosten ja auch so viel, die Sachen. Ja, aber Küche scheint voll zu sein. Gut, scheinen auch fast alle was zu essen bekommen haben. Wahrscheinlich abzüglich derer, die eingeschlossen sind. Das ist ja nicht diese Umfassungsmauer, richtig? Oh, was denn jetzt wieder? Ich hatte mal so viel Geld. Das wird sich jetzt wieder klären, denke ich. Denn ich muss ja noch hier die Umfassungsmauer nach oben bauen, damit sich keiner rausgraben kann. Muss ich halt aufpassen, dass ich nicht wieder wichtige Sachen zumache. Dieser Zaun, ne? Abreißen. Ich mache das mal eben hier an der Stelle. Ich hoffe, es wird nur der Stacheldraht abgerissen. Darunter sollte ja Umfassungsmauer sein. Zaun. Hm.
Ihr habt gar nicht so ein Trainingsgedöns, ne? So, bekommt er so eins. Habt ihr so eine Telefonzelle überhaupt? Ach, hier drin, genau. Moment mal, das hier ist die Kantine für die beiden. Habt ihr überhaupt einen Aufenthaltsraum? Und benutzt ihr diese Toilette? Überleg gerade, wofür die hier. Das hier ist der Pausenraum, ne? Genau. Oh. Er wird schon abgeführt, sehr gut. Oh. Okay. Das hat sich schnell erledigt, würde ich sagen. Was hat denn der getan? Oder war der das gar nicht? Auf jeden Fall hat er gezuckt. Personal 95, das ist doch okay. 85 im Dienst gestorben, da können wir jetzt nichts dran ändern. Die Beschwerden, muss ich gucken. Wahrscheinlich wieder Klon, sowas, ne? Da, da, da. Ach, Klo. Einer kümmert sich. 8 sind wütend. Das heißt, irgendwo habe ich vergessen, Aufenthaltsraum mit Toiletten zu bauen. Hier sind auf jeden Fall genug. Ich suche mal weiter. Vielleicht hier? Was ist denn mit dem? Hm. Personalraum? Oh, Wasseranschluss. Huch. Zum Glück kostet es nur 2 Dollar. Och, ernsthaft? Baue ich das hier eben raus? Hab da eine offene Tür, eine offene Toilette. Moment, ich mache einfach nur die Tür raus. Vielleicht hilft das ja schon. Oh, ihr sitzt hier vor dem Monitor, da tut es, wenn ihr arbeitet, aber in Wirklichkeit macht ihr gar nichts. Witzig. Ihr könnt ja noch. Warte mal, das lasse ich auch den übernehmen. Okay, da oben brauchen wir auch noch Kameras. Und du darfst hier noch dran irgendwie. Die sind schon verbunden, aber besser. Mehrfach. So, das Ding ist auch verbunden, wie es aussieht. Bauen Sie mehr? Okay. Verbinden wir dich hiermit noch. Okay, ihr füllt wieder alles auf. Fahren. Ja, das wissen wir ja so ungefähr. 24 Stunden. Oh, ein Handy. Was ist denn hier? Eine Schere abhanden gekommen. Schlagstock, okay. Ist das denn? Schlüssel gefunden. Von Häftlingen hereingeschmuggelt, okay. Das hier Gift. Ja, super. Was? 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 Todesfälle? Oh oh. Oh, wer? Was? Was? Oh.
Überdosis. Okay. Psychisch krank, warum ist... Nee. Ach so. Okay, wir sind hier in der Abteilung. Wo war ich? Was haben wir denn noch hier? Aber woher hat er die Drogen? Schere. Hier ist Werkzeug angekommen. Wo habt ihr das? So, da. Ein Hammer von draußen reingeschmuggelt. Wow. Drogen? Die kommen auch alle von draußen. Ja, aber das wurde hier vorne abgefangen. Oh, Moment mal. Die Shotgun. Wow. Was zum. Okay, was? Von Häftlingen hereingeschmuggelt vor 23,7 Stunden. Okay. Gefunden, entdeckt, versteckt, Besitzer. Okay. Gestohlen von. Keine Ahnung, wo das Ding herkommt. Extrem tödlich Bandmitglied. Ja. Oh, wir aktivieren nicht mal. Gucken, was passiert. Oh, was macht jetzt mit dem? Verhören wir dich jetzt. Ganz unauffällig. Krieg ich jetzt neue Informationen? Okay, es läuft im Moment irgendwie noch alles. Wieder eine Schere. Ja, ihr macht wieder Gang-Business, muss ich aufpassen. Okay, ihr arbeitet. Du machst auch irgendwas. Gut, wie sieht es denn jetzt aus mit den Kameras hier oben? Da haben wir eine. So, wie sieht es hier mit dem Personalraum aus? Achso, jetzt kann ich ja wieder den Raum vergrößern. Oh, es reicht immer noch nicht durch diese Wand. Wow. Dann machen wir das halt wieder weg. Was hast du? Überwachungskamera? Ja, mach das mal. Du gehst ja bitte hier hin. Der trägt Müll weg. Hey, das ganze Blut ist schon mal aufgeräumt. Cool. Okay, 22.000. Wir haben sogar verfügbare Wachen. Oh, hier läuft wieder rum. Ich schicke hier mal ein paar raus. Okay, die haben sich wieder angezogen. Ist Gang-Business durch oder was? Gut. Was war hier? Was macht jetzt unser Typ hier? Habe ich jetzt neue Information? Was ist das denn? Arrangiert, okay. Legendär, extrem stark, Aufrührer. Ja, das ist der eine. Ja, alles Bandenmitglieder. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn ich alle Legendären da oben in die Schutzhaft stecke. Weil, ich meine, die machen sowieso immer Terror da oben. Auch wenn sie nur zu zweit sind. Ja, aber lass den mal wieder auf deaktiviert. Nachher ist er tot.
Na, sind da die Gefahrenorte hier? Ist die Kamera drin? Hä, wo ist er denn jetzt hin? Achso, macht Pop. Oh, Mann. Der Personalraum ist doch da oben. Hallo? Geht doch. Geh mal bitte dahin. Dahin. Mach Pause. Wie dann einfach alle Kameras außer Betrieb sind. Die scheinen sich ja alle zu benehmen. Wir verdienen auch wieder Geld und geben nicht nur welches aus. Oh, warum immer? Bitte. Oh, verdammt. Spitzel? Wie? Davon wusste ich nicht. Ist auch eine extrem blöde Stelle hier. Hier ist auch keiner stationiert gewesen. Wie viele Hundetypen habe ich überhaupt? Geht das wieder los? Wo tasert ihr? Hier sind Unterrichtsräume. Was macht ihr hier? Okay. Gangbusiness. Wir kommen alle hier hin. So ein bisschen schauen, was hier los ist. Die hat sich wieder beruhigt, alles okay. Gut. Was? Wo? Scheint sich geklärt zu haben. Gut. Wir nehmen immer mehr Häftlinge. Auf, ihr prügelt euch hier ein bisschen. Gut. 10 eingeschlossen, das geht ja noch. Genau, das hier ist wieder ein Personalraum mit offener Toilette. Gut, Krankenstation und einem Bett. So, ich wollte jetzt schauen. Ich habe noch Kapazitäten frei von allen Abteilungen. Was kommt denn als nächstes rein? 5 niedrige, 5 normale, 6 hoch. Moment, was? 5 niedrige. Ich habe keine niedrig. Was? Warum? Anzahl pro Tag, voll belegen, Häftlinge gesamt. Einlieferung Häftlinge wie möglich, um ihr Gefängnis vorzubelegen. Das will ich auf keinen Fall so machen. Warum wollen die immer noch 2 von den niedrig? Davon keine. Okay. So. 1, 2, 3, 4, 5. 5 normal passt und hoch passt auch. Alle verfügbaren bestimmt nicht.
Ne, ihr habt genug zu tun. Zuschüsse, genau. Nee. Lass mal auch mal so. Läuft das hier alles? Bewährungsanhörungen. Psychiatrische Beratung. Ja. Abzug Todesfälle in den letzten 24 Stunden. Minus 350.000. Okay. Oh Mann. Ich frage mich, wann dieses Blut hier endlich mal aufgewischt wird. Okay, mit dem Essen scheint es zu funktionieren. Die Eingesperrten ist halt selber schuld. Arbeitsmoral ist hoch, das finde ich gut. Dann kann ich die Episode für heute auch mal beenden. Wenn es euch gefallen hat, können Sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.